bei den Gemeinkosten gesehen, dass wir die Gemeinkosten irgendwie dem Produkt zurechnen müssen. Bei den Einzelkosten ist es sehr klar, bei den Gemeinkosten ist es nicht klar. Ich brauche also Prinzipien, um Kosten zuzurechnen. Hier sind zwei Prinzipien. Das eine ist das Kostenverursachungsprinzip, was schlicht und einfach bedeutet, das Produkt, das verursacht, bekommt die Kosten zugerechnet. Also der Name sagt es im Grunde schon. Kostenverursachung, das Produkt, das verursacht, bekommt die Kosten zugerechnet. Das empfindet man als fair und gerecht. Eine Zurechnung nach Verursachung. Aber das klappt nicht immer. Wir werden an Stellen kommen im Laufe unserer Reise durch die Kostenrechnung, wo das nicht funktioniert. Und da haben wir noch ein zweites Prinzip. Dieses zweite Prinzip, Kostentragfähigkeitsprinzip, ist eine Hilfslösung. Das Produkt, das die höchste oder eine hohe Spanne hat, bekommt die Kosten. Das Produkt, das eine hohe Spanne hat, gemeint ist hier der Stückdeckungsbeitrag, also Preis minus variable Kosten. Das Produkt, das eine hohe Spanne hat, muss die Kosten tragen. Das Produkt, das eine hohe Spanne hat, muss die Kosten tragen. Und mit Spanne meinen wir den Deckungsbeitrag oder Stückdeckungsbeitrag. Preis minus variable Kosten. Diese Größe nennt man Stückdeckungsbeitrag. P minus KV. Stückdeckungsbeitrag. Etwas allgemeiner formuliert, das Produkt, das die breitesten Schultern hat, ja, muss mehr tragen. Ja. Also Preis minus variable Kosten ist der Stückdeckungsbeitrag, ein Begriff, den wir auch noch sehr oft brauchen werden.